Hi Leute und hi Stefan. Heute geht's mal um den Taschen-TV, wo ich den Fehler gefunden habe, denke ich. Also ich glaube, dass ich ihn gefunden habe. Ich habe den aufgeschraubt, was echt ein Gewaltakt war. Das hier ist die, ich sag mal, die Displayplatine und so. Fürs Display hier die CFL-Beleuchtung und hier Achtung Hochspannung für die Leuchtstoffröhre, die da drin ist. Aber der Fehler, den habe ich hier gefunden. Mir ist aufgefallen, dass dieses Ding hier, dieses Teil, sehr, sehr warm wird. Und da sind drei Alkos darunter. Und der Alko hier, der braune Alko, der wird auch sehr warm. Jetzt habe ich das Ganze unter Strom gesetzt und das Ding, der CV springt nicht an. Und hier unten drunter, genau hier unten drunter, habe ich gesehen, dass es so leicht vorgeblitzt hat, so leicht vorgeleuchtet hat. Und dann hat es nach verbrannten Öko gerochen. Also es roch wirklich nach verbrannten Öko, genau an der Stelle hier. Und wenn man das mal ganz genau anschaut, mal gucken, ob ich es zeigen kann. Bei dem braunen Öko, unter dem blauen Kabel. Ups, das ist echt schwer mit Beleuchtung und so. Aber unter dem blauen Kabel hier bei dem braunen Öko. Und zwar genau, ich das Kabel mal wegbekommen. Das Kabel da mal weg. Moment, Kabel bitte, geh mal raus. Okay. Hier ist er scheinbar ausgelaufen. Mal von da. Ob man sieht, sieht man kaum. Auch mit der Lampe sieht man es kaum. Wie mache ich das? Am besten, dass man sieht, und zwar genau hier. Ups, jetzt müsste ich ziemlich genau im Bild mittig sein. Hier sieht man das Elektrolyt. Genau hier sieht man das Elektrolyt am Öko. Und genau hier ist dieser Öko ausgelaufen. Da kann man schon sehen, der braune Öko ist ausgelaufen. Obwohl der oben noch ganz hell ausschaut. Oben hat der eine Sollbruchstelle, der, der und der auch. Aber da unten ist er aufgeplatzt und ausgelaufen. Es ist tatsächlich der braune Alkohol, den man so nichts ansieht. Jetzt kann man sehen, denke ich. Gucken, ob man sehen kann. So, mal schauen, ob ich noch ein bisschen näher ranzoomen kann. Das mit Makro ist nicht so. Ups, und zwar jetzt kann man sehen. Der Alkohol ist ausgelaufen. Das mit Beleuchtung ist echt irgendwie ein bisschen blöd. Muss ich mir irgendwann mal was anderes richten. Ich kann es so auch machen, aber schauen, vielleicht geht es so besser, dass man jetzt sehen kann, dass der Alkohol ausgelaufen ist. Ist eine ziemlich dunkle Ecke. Oder ich drehe das Ganze mal. Ups, wo haben wir den? Da ist die Alkohol. Ne, jetzt sieht man es noch schlechter. So vielleicht. Ja, so sieht man es gut. Hier. Das ist der ausgelaufene Alkohol. Wenn er den auf das ausgelaufene scharf stellen würde, jetzt hier kann man sehen, das braune unter den Alkohol. Da ist er ausgelaufen. Ich denke mal, die Ursache liegt daran, weil dieser Alkohol sehr nah an den Trafo hier ist, wo 15V drauf steht. Der ist sehr nah da dran. Und dass der von dem damit aufgeheizt wird, weil der wird echt sehr, sehr warm, da wo 15V drauf steht. Und dass dadurch der Öko zu warm geworden ist und dass der unten zu warm geworden ist und unten dann aufgeplatzt ist. Aber es ist tatsächlich der Öko. Das bedeutet für mich, ich muss die Platine hier rausschrauben. Die Schraube hier, die kriege ich nicht auf, die an der Antenne. Dann muss ich gucken, dass ich irgendeinen Schraubendreher finde, wo ich die noch aufkriege. Die ist auch schön massiv in Metall gestaubt. Das ist echt ein Akt, die aufzukriegen. Ja. Aber die ist wenigstens nicht eingeklebt wie die anderen Schrauben. Okay, ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben hier Keramikschwinger, 4,4 MHz oder Keramikfilter 5,5 B. Dann hier 5,5 ist Audio, denke ich. Dann hier nochmal 5,5. Und dann noch einen. Hier noch einen 5,5er. Da, 5,5. Und das hier ist ein
38, das ist ja für ein Videofilter ein 38,97, oder? Nee, 38,9 Z. 38,9. Gucken. Ups. 38,9. Das ist ein 5-poliger Filter, die 38,9, der schwarze hier. Der hat 5 Pole. Und die anderen nur 3, 3, 3. Die auch 3. Ne, der nur 2. Die hat nur 2. Und da haben wir noch einen Quarz. Ich schätze mal, dass das Videoträger ist. 4,4. 3, 5, 6, 1, 9. Ich schätze mal, dass es der Farbträger ist. Und hier haben wir das Potty zum Farbe einstellen. Ja, das heißt, gucken, dass ich die Platine rausbekomme und dass ich, also hier drunter ist der Tuner übrigens, schön verpackt, dass ich die Platine rausbekomme und den Akku tauschen kann. Das sind 6,3 Volt, 330 μF. Jo. Okay.